Hallihallo meine Lieben, hier bin ich mal wieder, eure Kim. Heute bin ich hier mit einem kleinen Tauschpaket und zwar ist das Paket von der lieben Tanja angekommen und ich denke, es war schon letzte Woche am Donnerstag oder am Samstag da. Oh mein Gott, am Freitag oder am Samstag muss es angekommen sein. Aber ich habe es dort nicht zur Post geschafft. Ihr hört schon meine Katze. Also die große Katze, nicht die Babykatzen. Die große Katze miaut im Hintergrund. Ich hoffe, das stört nicht, aber ich weiß nicht, was sie hat. Sie miaut und miaut und miaut. Okay. Ihr habt mit der Tanja getauscht. Ich verlinke euch ihren YouTube-Kanal und ihren Instagram-Account in die Infobox. Und ich würde sagen, wir packen jetzt zusammen aus. Ich bin schon ganz gespannt. Ich nehme mal das Papier weg. Da ist die Post. Und zwar hat sie geschrieben: Liebe Kim, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Paket. Ich hoffe, du kannst alles gebrauchen. Liebe Grüße, Tanja. Ja, ich glaube, das kann ich so zeigen auf diesem wunderschönen Semifilm-Papier. Die liebe Semifilm hat ja eine ganz tolle Collection. Kollektion, Collection. Ja, das Papier habe ich allerdings nicht. So, ich würde sagen, wir fangen mal, ich nehme es aus dem Bild und wir fangen mal an. Mein Kakao. Mein Mann hat heute eine neue Kaffeemaschine bekommen, weil seine alte vorgestern den Geist aufgegeben hat. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem, was nicht eingepackt war, beziehungsweise ist das in so tollen, durchsichtigen Eulenbeuteln drinne. Und da schauen wir jetzt auch gleich mal rein. Ich glaube, sie hat nichts nummeriert. Und zwar hat sie mir hier Perlen abgepackt. Ihr seht das. Oh ja, die sind schön. Die sind sehr schön. Ihr seht, es knittert da unten. Ist das unserer? Ja. Unser Kätzchen hat das Geschenkspapier gefunden, liebe Tanja. Es gefällt ihm. Kannst du mir schicken? Und dann hier die sind auch wunderschön. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe die Kamera ein bisschen verstellt, damit ihr es auch gut sehen könnt und ich es euch nicht zu sehr an die Kamera halte. Auch sehr, sehr toll. Perlen gehen natürlich immer. Vor allem habe ich so viele Perlen aussortiert, dass ich gut Platz habe. So, aber da ich. Das ist, ich zeige es mal, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Ich habe diese Woche am Sonntag Geburtstag und Tanja hat gesagt, das mit der Schleife ist dein Geburtstagsgeschenk. Ich pack's auf die Seite. Das machen wir nicht auf, beziehungsweise erst später. Und den Rest hole ich jetzt mal raus. Tanja, was hast du mir denn da alles eingepackt? So, es ist alles draußen. Und wir fangen am besten gleich mit dem hier an. Ich weiß nicht, ob selbstgemachtes dabei ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich muss euch mal ein bisschen verstellen. So, so ist angenehmer. So, wir fangen gleich an. Ich glaube, ich werde schon merken, wenn ich selbstgemachtes aufmache. Was haben wir denn hier? Ich sehe es schon. Ja, ah, toll. Das kennt ihr bestimmt alle. Jeder, der die liebe Tanja kennt, weiß, dass sie beim Dieter dieses wundervolle Tape hier bestellt jedes Mal und dass sie auch ihre Pakete schön damit verziert. Und ich finde das mega toll, mega cool. Kann ich super gebrauchen. Ich sage dir schon mal Danke dafür. Und weil mich die liebe Tanja kennt, da haben wir Charms, hat sie mir noch diese Designer-Umschläge reingepackt vom Action. Die liebe ich ja. Ich verpacke da sehr viel darin. Und jeder, der mich kennt, der weiß, damit macht bei mir eine mega Freude. Ich danke dir, meine liebe Tanja. Und dann hat sie mir noch diese Charms aus dem Action reingepackt. Auch mega toll. Das sind die goldenen. Die finde ich mega, mega schön. Die gefallen mir sehr, sehr gut. So, wir machen weiter. Zwar hier mit diesem schönen Geschenkspapier, dem Love-Geschenkspapier. Übrigens, ich muss echt mal so in die Runde fragen, woher ihr eure Geschenkspapiere nehmt. Denn ich finde nie so tolle Geschenkspapiere. Und deswegen verpacke ich wahrscheinlich auch alles immer in diesen Umschlägen. Was haben wir denn hier? Ja, bling bling, ne? Ja, nicht nur. Ah, toll. Legen wir mal auf die Seite.
Und zwar haben wir einmal diesen Stickerbogen auch vom Action. Den finde ich mega toll. Der ist mega, mega schön. Ich zeige ihn euch mal ein bisschen näher. Auch mega toll hier. Mega, mega cool. Den habe ich noch gar nicht da. Dann haben wir Magnete, ein Magnetset. Ich zeige es euch so. Ich glaube, das ist auch vom Action. Kenne ich noch gar nicht. Auch dafür danke. Und dann hat sie mir, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das beides rote sind. Ja, hat sie mir noch zwei ganze Bögen rote Bling-Bling-Steine eingepackt. Mega toll. Ich danke dir, liebe Tanja. Bling-Bling-Steine gehen sowieso immer. Ich glaube, das wissen alle. Bling-Bling-Steine gehen einfach immer. Ich glaube, die gehören schon fast zum guten Ton. Bling-Bling-Steinchen. Das muss, glaube ich, sein. So, wir machen weiter. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, wo das Selbstgemachte drin ist. Ich weiß es nicht. Ich mache mal ganz vorsichtig auf. Und wenn ich sehe, da ist was Selbstgemachtes drin, lege ich es auf die Seite. Ah, nee. Nichts Selbstgemachtes. Ich habe ein bisschen Angst, weil heute nichts angeschrieben ist. Was haben wir denn hier? Einmal haben wir hier 3D-Blumensticker vom Seemann. Auch sehr, sehr schön. Die sind mega, mega toll. Kann ich super gebrauchen. Dann haben wir Filzkreise vom Teddy. Auch mega toll. Die kann man wunderschön auf Karten machen. Da habe ich schon so tolle Sachen gesehen. Ich müsste halt nur auch mal machen, ne? Und dann hier diese Filzblumen. Diese Filzblumensticker vom Teddy. Auch mega toll. Die habe ich in der Farbe noch gar nicht gesehen. Ich habe die in Pink, ich habe die in noch eine Farbe, aber in dieser Farbe habe ich es nicht. Ich finde die mega, mega schön. Und da freue ich mich mega. Diese Papierblumen vom Action. Da freue ich mich sehr drüber. Da habe ich nämlich noch gar nichts da. Ich habe die noch überhaupt nicht. Und ich komme ja sehr selten in Action. Und ich finde die mega, mega schön. Jetzt geht's da unten aber ab. Nee. Oh. Je. Ich danke dir dafür, Tanja. Du füllst meinen Action-Vorrat ordentlich auf. So. Jetzt nehmen wir mal auf die Seite. Und machen mit dem hier weiter. Ui, was könnte das sein? Ich bin mir nicht... Ich glaube, das sind die Teddybären. Ich glaube, das ist was Selbstgemachtes, oder? Nee. Ich mache es mal auf. Ich traue mich. Normalerweise schreibt sie es immer an. Ich will nichts vorwegnehmen. Ah! Nein! Es ist... Ja, es ist was Selbstgemachtes. Aber ich muss euch zeigen. Ah! Oh mein Gott! Tanja! Schaut euch das mal an. Etwas fürs Kinderzimmer. Und zwar hat sie in ihrem Craft-Update dieses Love gezeigt. Sie hat gezeigt, dass sie das selbst gestaltet hat. Ich finde das mega. Sie hat doch gesagt, das ist für jemanden besonders. Also für jemanden. Ich finde das mega toll und ich will dir Danke sagen dafür. Ich dachte mir schon, oh, das sieht so toll aus, so süß und so niedlich. Und mir gefällt der mega, mega gut. Ihr seht schon hier zum Aufhängen. Und lass dir gesagt sein, der kommt ins Kinderzimmer. Der kommt ins Kinderzimmer übers Bett von der kleinen Juna dann. Ich schicke dir dann auch als erstes ein Bild und ich poste es dann auch auf Instagram. Da freue ich mich mega, mega drüber. Mega schön, wow. Ihr hört die Katzen. Sie lenken mich gerade total ab. Ich finde das mega, mega toll, das Love. Da steckt sehr viel Mühe dahinter. Das ist, glaube ich, vom Action. Kann das sein? Jetzt habe ich schon was Selbstgemachtes aufgemacht, aber ich freue mich mega. Danke, meine Liebe. Das ist mega süß. Oh, ist das toll. Oh, da freue ich mich so drüber. Wir machen weiter. Ach, Entschuldigung, ich muss es nochmal ansehen. Da hat sie sich echt viel Mühe gegeben und ich dachte echt, also ich habe nicht gerechnet, dass es für mich ist, als ich das Craft-Update angeschaut habe. Ich bin ja meistens so ein bisschen die Stille mit, also Zuschauerin. Ich schaue mir dann am Abend die ganzen Videos an von den anderen Mädels.
Und ich dachte mir so ganz still und heimlich, oh, ich will dieses Lauf haben. So, was haben wir denn hier? Oh, ich sehe schon. Und zwar, das legen wir mal auf die Seite, haben wir hier diese Rahmensticker vom Action. Die sind auch mega schön, die gefallen mir auch sehr gut. Ich habe sie in weiß da, die habe ich mir mal mitgenommen im Action. Und jetzt habe ich sie auch in Silber. Ich wollte sie eigentlich auch noch in Silber und in Gold mitnehmen. Und ich dachte mir, nee, jetzt hast du schon genug eingepackt, das reicht. Jetzt habe ich sie trotzdem. Dankeschön, meine liebe Tanja. Dann haben wir hier Schleifen vom Action. Orange gepunktet. Ich finde die Sets mega cool. Da hat man gleich am Geschenksband und Schleifen. Das finde ich mega, mega toll. Dann haben wir hier diese 3D-Sticker, die habe ich auch noch nicht, glaube ich. Ich habe die, glaube ich, noch nicht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe eigentlich alle von diesen Tags, aber in die kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber das kann auch die Schwangerschaftsdemenz sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall danke dafür. Ich liebe diese Tags. Ich kann davon nicht genug haben. Die liebe ich einfach. Und dann die wunderschönen Rapunzel Disney-Sticker mit der lieben Ariel, der lieben Tiana, der lieben Cinderella, der lieben Belle. Jetzt fällt mir der Name, ich glaube, ja, Schneewittchen. Ja, auch mega toll, die sind mega süß, die Sticker. So. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil ich nicht weiß, wo Selbstgemachtes drin ist. Oder ob noch was Selbstgemachtes drin ist. Aber ich glaube, ich weiß wo. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Und zwar einmal haben wir hier diese Herzchen. Diese Metallherzchen. Es tut mir leid, die Katze leidet gerade auf so einem Stück Geschenkspapier. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr da im Hintergrund. Aber die drehen gerade alle am Rad. Ich weiß nicht, heute ist es einfach zu heiß. Das sind so kleine Metallherzchen. Ich finde die mega schön so. Und jetzt reicht's. So. Ja, ich hoffe, es stört euch nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, es stört nicht so sehr. Das sind so kleine Metallherzchen. Finde ich mega schön. Die kann man super schön auf meine FEMA-Sachen raufkleben. Dann haben wir hier Sticker. Hobby-Fun-Sticker. Die finde ich auch mega schön. Herzen. Das sind Design-Sticker. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die kenne ich auch gar nicht. Dann haben wir hier Flauschi-Federn. Oh, Federn gehen auch immer. So, meine Lieben, ich muss kurz Pause machen. Ich muss kurz mich lenken, die Katzen zu sehr ab. Warte ganz kurz. So, ihr Lieben, es tut mir leid, ich bin wieder da. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, die Katzen haben mich sehr abgelenkt. Jetzt ist das ganze Geschenkspapier weg. Sie können nirgends mehr drauf rumsliden, Gott sei Dank. So, Federn gehen natürlich auch immer. Ich habe eine ganze Box da. Ich habe auch schon Ideen, was ich daraus machen werde. Ich muss nur mal schauen, wie ich das umsetzen werde. Dankeschön, meine liebe Tanja. Dann haben wir hier Babysticker. Die finde ich auch mega toll. Die passen perfekt dann ins Babyzimmer bzw. ins Babyalbum, ins Fotoalbum rein. Und auch hier haben wir Babysticker. Das sind zwei verschiedene Bögen. Finde ich mega, mega schön. Ich glaube auch, die sind vom lieben Dieter, wenn ich mich recht entsinne. Und passen perfekt jetzt zu meiner jetzigen Situation. Dann haben wir Metallsticker, kleine Sterne. Auch vom Action. Die sind auch mega, mega schön. Wir machen weiter. Hier ist offen. Ich sehe schon. Etwas. Oh mein Gott, Tanja. Oh mein Gott. Liebes. Wir fangen damit an. Oh mein Gott, ich sehe schon. Und zwar hat sie mir Stempelabdrücke gemacht. Nein. Nein. Ach Gott, geil.
Ja! Ah, ich krieg's nicht raus. Ich krieg's nicht raus. Ich muss es kaputt machen. Es tut mir leid. Ich nehme natürlich gleich die größte Schere, die ich finden kann. Und zwar hat sie mir gesagt, dass sie mir Stempelabdrücke macht. Und da hat sie mir abgestempelt. Oje, was du dir da für Mühe gemacht hast. Schaut euch das mal an. Sind die süß. Oh. Ich glaube, also viele kennen diese Stempel auch schon. Das sind die, wie heißen die jetzt nochmal? Von Clearly Besotted, glaube ich. Oh, sind die süß. Oh, die sind mega. Oh, ich bin verliebt. Die kann ich mir jetzt alle schön zurechtschneiden und ausmalen bzw. kolorieren. Hier der Drache, den finde ich mega süß, den will ich mir dann auch noch bestellen. Oh, ja, jetzt bin ich angefixt, jetzt muss ich sie mir bestellen. Hier, die Papageien mit dem Vogelkäfig und dem Blatt. Oh, die Mäuse sind auch niedlich. Danke, meine Liebe, wow. Dass du dir mega viel Mühe gemacht hast. Vor allem, das sind so viele kleine Motive. Das ist richtig. Ja, das sind richtig viele kleine Motive. Wow. Ich danke dir. So viel Mühe. Und wir haben hier noch einen Diddle-Block. Wo hast denn den her? Diddle ist. Ich mache ihn jetzt mal auf. Ich liebe ja Diddle. Das weiß meine Liebe auch. Ich bin ja allgemein so ein Diddle-Fan. Und ich habe auch ein paar Blöcke da. Ich habe auch ein bisschen Papier da. Aber den habe ich noch nicht, das weiß ich. Den habe ich noch nicht mit diesem Motiv. Mega toll. Ja, cool. Das finde ich mega toll. Dankeschön, meine Liebe. Wow, ich freue mich. Und, oh Gott, was haben wir denn hier? Ich glaube, ja, das ist ein das ist so ein Notizbuch. Also mit so Notizzettelchen und ich liebe sowas, ja. Ich liebe das mit diesen Sticky Notes und mit so Notizzettelchen. Und hier kann man zum Beispiel Sticker reinmachen. Ja, bin ich denn jetzt zu blöd, um das aufzumachen? Nein. Hier, ihr seht das. Auch mega, mega toll. Ich danke dir dafür, meine Liebe. Oh, cool. Hier, und das kann man so zumachen. Danke, das kann ich mega gut gebrauchen. Da freue ich mich sehr drüber. Vor allem über den Diddle-Block, über die Stempelabdrücke, über die ganzen Sticker. Ach du liebe Güte, das ist viel zu viel, meine Liebe. Ich glaube, das legen wir mal weg. Ich glaube, das ist selbst gemacht. Das ist viel zu viel. Viel zu viel. Und dann haben wir noch zu guter Letzt, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja. Oh, da ist aber noch mal was. Sie hat mir. Sind die schön. Oh, die sind mega. Die habe ich noch gar nicht da. Oh ja, die gefallen mir mega, mega gut. Hier. Wow, sind die schön. Die sind mega, mega schön. Die gefallen mir mega gut. Die habe ich beim Action noch gar nicht gesehen. Ich habe sie auch bei sonst noch niemanden gesehen. Danke. Ich liebe ja diese Sticker. Und dann noch Eissticker. Die finde ich auch mega niedlich. Die gefallen mir auch sehr gut. Benutze ich auch sehr gerne zum Kartenbasteln. Diese hier. Ich finde die auch so toll, weil sie glitzern. Und zu guter Letzt, das hat sie mir auch schon gesagt, hat sie mir ein Aquarell-Zeichenblock eingepackt. Ich hatte zwar Papier da und ich war mir auch sicher, als ich es gekauft habe, dass da stand, dass man es gut zum Kolorieren verwenden kann, aber ich schätze halt, dass es eher auf Marker gedacht war. Deswegen hat sie mir ein Aquarell-Zeichenblock reingepackt. Ja, jetzt hat es gekracht. Entschuldigung.
Ich bin eh schon nicht so. Also heute, ich muss sagen, mir hat die Hitze zu sehr zugesagt. Und dann, und das merkt man, glaube ich, auch. Ich glaube, heute merkt man, ich bin nicht so ganz auf der Höhe. Und jetzt haben mir die Katzen gerade den Ventilator vom Bett runtergeschmissen. Ich sitze am Schreibtisch, ich habe den Ventilator vom Bett stehen und dann haben sie mir runtergeschmissen. Und er tut trotzdem noch weiter seinen Dienst. Aber halt in die andere Richtung. Ja, auf jeden Fall hat sie mir ein Aquarellzeichenblock eingepackt. Hier. Das finde ich mega, mega lieb von ihr. Mega toll. Der kostet auch 4 Euro. Und wenn ich denke, ich habe jetzt für den kleineren, den ich aus einem Künstlerbedarfsladen habe, habe ich 10 Euro gezahlt. Der ist aber nur halb so groß, also so groß. Nur hier so groß, so halb. Und hat 10 Euro gekostet. Und hat auch nur 20 Blatt. Ja. Wow, liebe Tanja, was soll ich sagen? In erster Linie sage ich mal danke. Danke dafür, dass du mir so viele tolle Sachen eingepackt hast. Nein, wir sind noch gar nicht fertig. Ihr merkt es, ich bin heute nicht auf der Höhe. Wir haben noch das hier. Und ich glaube, das ist was Selbstgemachtes. Und da bin ich jetzt schon mega gespannt, ob ich richtig liege. Und wir haben ja auch noch das Geburtstagsgeschenk. Ich glaube, ich mache das gleich auf. Ich kann nicht mehr warten. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich denke, dass es ist. Das spüre ich schon. Ja! Oh, sie jetzt selbst in der Hand zu halten, ist so toll. Die Leute, die es mitbekommen haben, ich habe der lieben Tanja Glücksbärchenformen gemacht, beziehungsweise selbst ausprobiert. Es war der erste Versuch. Es hat nicht so funktioniert, wie wir beide uns das vorgestellt hatten. Allerdings haben wir dann geredet und noch das Beste draus gemacht. Und ich finde, das hat sie super gemacht. Ich finde den mega, mega süß. Mir gefällt der mega gut. Und der kommt natürlich mit dem Love, mit diesem wunderschönen Love, natürlich ins Kinderzimmer. Also diese zwei selbstgemachten Dinge werden auf jeden Fall einen Ehrenplatz im Kinderzimmer erhalten. Mega, mega toll. Wow. Die sind sehr, sehr schön geworden. Ich sehe jetzt auch natürlich, weil ich die Form habe ich natürlich zum ersten Mal selbst gemacht. Natürlich sehe ich jetzt auch, was ich noch verbessern kann. Was ich noch ein bisschen anders machen kann. Und das werde ich natürlich auch umsetzen. Also ich habe ja gesagt, im August. Ja, im August oder nach dem September, im September kommt ja das Baby, werde ich auf jeden Fall eine neue Form machen. Die hat sie dann auch. Mega, mega toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin schon sehr begeistert von der Form. Es sind nur noch so Kleinigkeiten. So, und jetzt zu guter Letzt, wir räumen das mal ein bisschen aus dem Bild. Machen wir noch das Geburtstagsgeschenk von mir auf. Ich bin schon sehr gespannt. Das hätte aber nicht sein müssen, Tanja. Eigentlich will ich nichts zum Geburtstag. Ich danke dir trotzdem sehr dafür und freue mich auch sehr darüber. Man freut sich natürlich immer über Geburtstagsgeschenke. Okay. Nichts mehr drinne. Hier haben wir auch wieder etwas in Küchenrolle eingepackt. Ich glaube, ich spüre schon, was es ist. Ich glaube, es ist ein selbstgemachter Untersetzer. Kann das sein? Ja. Und es ist tatsächlich das, was ich denke, dass es ist. Es ist dieses Chibi-Mädchen, das die liebe Tanja gezeigt hat in ihrem Craft-Update. Sie hat extra hier unten verdeckt gehalten, damit man nicht erkennt, wer es bekommt, beziehungsweise für wen es ist. Und ich finde es mega, mega toll. Ich danke dir, Liebes. Ich dachte mir schon, oh, ich will das. Ich habe eben, das hat sie gezeigt im Craft-Update, das hat sie gezeigt. Und ich finde das mega toll. Super toll. Das wird auch jetzt hier, das wird für immer hier liegen bleiben. Und das wird, wenn ich Videos drehe,
mein Untersetzer sein, obwohl ich es zu schade finde für einen Untersetzer, weil es so schön ist. Oh, toll, ich danke dir, meine Liebe. Ich sag's immer wieder, ich würde, auch wenn ich es 100-mal probiere, nicht so schöne Harzteile herbekommen wie die liebe Tanja. Und ich glaube, ich bin mir schon sicher, was hier drin sein wird. Ich glaube, es wird eine Tasse sein. Wahrscheinlich mit einem... So, meine Lieben, es hat mir mitten im Video abgeschnitten. Ihr habt jetzt Gott sei Dank, ich habe es bemerkt, weil ich mir das Video noch mal kurz angeschaut habe, dass es mir, als ich ihm gesagt habe, dass ich nie so schönes Harzteile hinbekommen würde, dass es mir danach einfach abgeschnitten hat, als ich gerade dran war, die Tasse auszupacken. Ich muss mich jetzt auch beeilen, ich habe leider keine Akkuleistung mehr und auch keinen Speicherplatz mehr auf dem Handy. Und jetzt hat mir die Tanja diese wunderschöne Tasse reingepackt. Und ich verspreche dir, meine Liebe, ich danke dir dafür. Ich werde sie immer hier stehen haben und ich werde daraus nur noch aus dieser Tasse meinen Kaffee trinken, den ich hier trinke an meinem Arbeitsplatz. Das wird meine Arbeits- und meine Mama-Tasse sein. So, ich habe mich jetzt zwar ausführlich bedankt gehabt, aber leider hat das ja nicht funktioniert mit dem Aufnehmen. Ich danke dir nochmal, meine Liebe. Ich freue mich mega über die Sachen. Ich weiß, man merkt, ich bin total fertig, ich bin K.O. Ich habe heute nicht die perfekten Voraussetzungen für das Video. Ich hoffe, es war trotzdem erträglich für dich und für die anderen zum Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, bleibt gesund und kreativ und ich danke dir, Tanja, lass dich nochmal drücken. Ich freue mich über alles, über das tolle Selbstgemachte, über die ganzen kleinen Dinge, über die ganzen Sticker und so weiter. Also Leute, bleibt gesund und kreativ, bis zum nächsten Mal. Tschüss!